Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben ab jetzt Urlaub und die Woche ist gut durchplant. Wir hatten jetzt das Osterwochenende mit der Familie verbracht. Gestern nochmal alles zusammengepackt und die Bude ready gemacht und heute geht's nach Prag mit dem Flixbus. Wir müssen dann gleich los. Wir sind jetzt bis Mittwoch in Prag, einfach damit wir uns die Stadt mal anschauen können und einfach mal ganz entspannt. Und am Mittwoch fahren wir dann wieder nach Hause, schlafen von Mittwoch zu Donnerstag nochmal hier und Donnerstag fahren wir dann nach München, weil Robin zu einem Kumpel möchte und ich gucke mir dann aber die Stadt an. Da freue ich mich schon drauf. Und deswegen dachte ich mir, bietet sich das an, euch einfach mitzunehmen. Wir machen jetzt los und ich melde mich dann, denke ich, wenn wir in Prag im Hotel sind. Mal schauen, wobei wir wahrscheinlich noch nicht einchecken können, wenn wir da sind, aber wir gucken mal. Oder wir gehen dann in ein kleines Café oder so. Auf jeden Fall versuche ich euch die Tage ein bisschen mitzunehmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, wir haben uns jetzt ein bisschen ready gemacht, frisch gemacht, eine kleine Runde genappt. Wir echt K.O. waren von der Anreise. Im Hotelzimmer zeige ich euch dann später. Wir wollen jetzt erstmal auf Nahrungssuche gehen, haben nicht beide richtig Hunger. Und uns generell nochmal so ein bisschen das Hotel angucken. Und dann denke ich mal, wird dann morgen erst groß was passieren. Ich glaube, es ist jetzt gleich 18 Uhr oder so, 17:30 irgendwie sowas. Gucken wir jetzt mal wegen Massageangeboten vom Hotel. Und dann ja, machen wir irgendwie die nächsten Tage ein bisschen eine Mischung aus Städte, Trip und Wellnessurlaub. Ich glaube, das wird ganz gut werden. Wir sind dann spontan zu einem thailändischen Restaurant gegangen. Eigentlich wollten wir zu einem Italiener gehen. Und ich hatte auch eigentlich ein Video gefilmt, aber irgendwie ist es einfach weg. Genauso wie das Frühstücksbuffet, was ich am nächsten Tag gefilmt hatte. Keine Ahnung, wo es hin ist. Es tut mir mega leid. Deswegen melde ich mich immer per Voice-Over. Wir hatten beide uns einen Curry bestellt. Und es war ein richtiger Fail, weil wir wollten als Vorspeise sozusagen Frühlingsrollen haben. Und da stand direkt auch Spring Roll. Und es kam trotzdem Sommerrollen. War ein bisschen ärgerlich, weil ich mag Sommerrollen nicht so gerne. Wir haben uns die dann zusammen geteilt. Und als Hauptspeise hatten wir dann beide einen Curry. Ich hatte eins mit Tofu und ganz viel Gemüse und Reis. War richtig, richtig lecker. Und Robin hatte eins mit Meeresfrüchten. Das haben wir dann beide gegessen und tatsächlich beide nicht geschafft, weil das eine riesen Portion war. Wir waren danach richtig, richtig satt, sind dann noch zum Hotel gelaufen und hatten immerhin ein leckeres Abendessen. So ihr Lieben, wir sind jetzt auf dem Hotelzimmer. Wir waren jetzt entspannt noch Abendessen, haben Gott sei Dank auch noch was gefunden. So spontan irgendwie so ein thailändisches Restaurant, wo wir eigentlich zu einem Italiener wollten. Und jetzt haben wir gerade noch ein paar Massagen gebucht für morgen und übermorgen. Und schon mal so einen kleinen Plan gemacht, dass wir hier eventuell mit so einem Boot, so ein Bootstour und Dinner machen. Machen wir dann die nächsten Tage und nochmal so ein bisschen durch die Stadt gehen. Uns die wichtigsten Sachen anschauen. Mal schauen, ob wir auch ein paar Foodspots testen. Weil hier irgendwie anscheinend diese Baumstrezel-Dinger so im Hype sind oder von hier aus ja wahrscheinlich kommen. Ich habe die Dinger noch nie probiert. Die gibt es ja immer auf dem Weihnachtsmarkt. Aber die gibt es hier irgendwie auch mit krassen Füllungen und so. Und keine Ahnung, müssen wir unbedingt mal probieren. Und wie gesagt, dann machen wir morgen und übermorgen noch eine Massage. Da freue ich mich schon richtig drauf. Und eben dieses Boot und Dinner mit Live-Musik. Das wird, denke ich, ganz gut werden. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt so ein bisschen Bandrap. Ready, schauen noch ein bisschen Serie und gehen schlafen, weil wir haben letzte Nacht echt nicht so viel geschlafen durch die Zeitumstellung und irgendwie, keine Ahnung. Deswegen gehen wir zeitig pennen und versuchen dann morgen einfach das Beste aus dem Tag zu machen und so viel wie möglich zu schaffen. Hoffentlich wird das Wetter gut. Deswegen, ja, melde ich mich morgen wieder. Hallo ihr Lieben, es ist Montag. Wir sind jetzt ready. Wir waren heute mal beim Frühstücksbuffet, sind jetzt auch schon eine ganze Weile wach. Machen uns jetzt ready und gehen heute in die Innenstadt, morgen auch. Wir haben jetzt für heute Abend noch eine Massage gebucht für... Ich glaube um 9 oder so. Wir machen eine ganz entspannte Rückenmassage und morgen haben wir dann noch eine mit Peeling und so Aromaöl. Die geht 1,5 Stunden und die heute eine Stunde. Und tagsüber versuchen wir halt einfach noch so ein bisschen die Stadt zu erkunden. Wetter sieht bis jetzt ganz gut aus. Ich dachte, ich zeige euch mal schnell noch das Hotelzimmer, bevor wir jetzt losmachen, damit ich das nicht wieder vergesse. Ist aber auch nichts Spannendes. Also ich habe bis jetzt noch nichts verpasst. Auf jeden Fall ist hier die Eingangszimmer, kommt hier rein und hier ist direkt das Badezimmer. Ist hier mit so einer kleinen Badewannendusche. Genau, alles da, was man braucht. Auf jeden Fall ausreichend. Genau, das ist dann quasi das Zimmer. Wir haben hier so eine kleine Kofferablage und Garderobe. Und dann, das finde ich ein bisschen weird, man hat hier einfach so eine Zugangstür zum Nachbarzimmer, die aber Gott sei Dank verschlossen ist. Und da ist so eine kleine Minibar und hier ein Fernseher und wie gesagt einfach noch so ein bisschen Zeugs und hier quasi Bett. Und das ist die Aussicht aus dem Zimmer. Hier drüben ist nämlich so ein riesen Friedhof, über den wir gestern schon gelaufen sind, als wir zum Hotel sind. Das ist, glaube ich, die Nicht-Stadtseite. Also wir müssen genau in die andere Richtung. Aber ja, ich glaube, man kann sich nicht beschweren. Wir sind übrigens in der 11. Etage. Also es ist schon alles relativ weit oben. Also Wetter sieht gut aus. Wir machen uns jetzt ready und dann schauen wir mal, was in der Stadt heute so geht. Musik.
sieht schon sehr abgespaced aus. Nice. Wir sind im Sexmuseum. Ich bin sehr gespannt, wie es wird. Stimmt, Sex Machine Museum. Ich weiß gar nicht, wie viel der Eintritt jetzt umgerechnet gekostet? 50 Euro, 25 Euro. Ah ja, okay, das ist schon ganz schön teuer. Ja, dann haut es kritisch. Was wirkt denn an? Sieht cool aus. Boah, das sieht richtig schön aus. Ich glaube nicht, dass du mal. Achso, doch. Kannst sie wahrscheinlich bewegen, oder? Oh. Ich glaube, du darfst dich von hier nie zu schnell bewegen. Und den Arm willst du auch nehmen. So, dein Arm. Sexy. Die Hotellobby ist so fancy. Das war aber nicht gefilmt, wo wir. Boah. So wie ich aussehe, so fühle ich mich auch. Wir waren heute bei der Massage. Da wird die für morgen spontan storniert, weil wir morgen Abend diese Bootstour haben und dann irgendwie alles ein bisschen zu stressig wird. Haben dafür heute die Massage einfach genossen. War eine ganz entspannte, stündige Rücken-Nacken-Massage. Super angenehm. Am Ende hat die mich noch versucht, so ein bisschen einzurenken und zu knacksen und keine Ahnung. Wir sind jetzt also super entspannt. Wir werden uns jetzt Bed ready machen. Also ich werde mich jetzt abschminken. So, dann blendet nicht das, die Lampe so sehr in meinen Brillengläsern. Ich werde mich jetzt abschminken, was davon noch da ist. Nochmal kurz ein bisschen das Öl vom Rücken waschen, also nochmal kurz unter die Dusche springen. Und dann, ja, werden wir morgen wahrscheinlich einfach in den Café fahren und früh nicht im Hotel frühstücken. Den Tag in der Stadt wieder verbringen und hoffen, dass das Wetter wieder so gut wird wie heute. Heute ist es tatsächlich dann erst gegen späten Abend windig geworden und kalt. Wir waren heute übrigens in der Altstadt, sind dann ein bisschen rumgelaufen, waren dann in diesem Sexmaschinenmuseum und dann noch spontan in so einem anderen Illusionsmuseum. Wir sind ansonsten durch die Stadt gelaufen, haben so ein paar Essensläden abgeklappert. So eine typisch tschechische Süßigkeit probiert oder halt Gebäck, also diese Baumstriezel-Dinger, wenn ihr die kennt, die es auf dem Weihnachtsmarkt immer gibt, gefüllt mit Pistaziencreme und Eis. Das war schon sehr lecker. Haben uns noch in Restaurants gesetzt und gegessen und wie gesagt, sind ganz viel gelaufen heute. Ich glaube, 20.000 Schritte haben wir fast geschafft und morgen dann dasselbe Spiel nochmal. Halt nur noch mal so ein bisschen ein paar andere Ecken, die wir heute noch nicht ganz geschafft haben. Auf jeden Fall werden wir jetzt das Bed ready machen und dann melde ich mich oder wir uns morgen wieder. Auf geht's, ab geht's. Wir sind ready. Letzter Tag heute. Morgen ist Abreise. Wir gehen jetzt nochmal in die Stadt. Erstmal was frühstücken. Ich habe ultra Hunger. Ich freue mich richtig. Ich habe jetzt so einen Kaffee rausgesucht, was ganz gut sein soll, wo es alles Mögliche gibt, was man so braucht. Müssen wir zwar durch die halbe Stadt fahren, aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja noch so ein Bahnticket von gestern. Und dann, ja, schauen wir mal so ein bisschen, was wir dazu machen. Vielleicht auch so ein bisschen nach Klamotten mal schauen. Bisschen Richtung Neustadt laufen und dann fahren wir wieder zurück zum Hotel und dann gestern gehen wir ja heute Abend Abendessen auf dem Schiff. Yes, let's go. Heute all in black. Wir haben eine richtig gute Kombi, der Look. Nice. Wir sind in einem Café gelandet, was wir rausgesucht hatten auf TikTok. Schauen wir uns mal, was wir bestellen. Auf jeden Fall sitzen wir hier ganz nice am Fenster. Wir haben jetzt bestellt. Ich nehme hier so ein richtig nices Omelette mit Lachs und Spinat und so. Und Robin hat hier so eins mit Avocado. Nee. Wird auch richtig gut. Nein. Ach so, das. Ex Benedict. Ach, jetzt hast du aber auch kein Avocado dabei. Ich habe mich voll auf dein Avocado gefreut. Ach so, wir können dir doch noch extra bestellen. Ja, egal, ist nicht schlimm. Nein, ich sag das denn dann. Ja, kannst du machen. Und dann gibt es hier einen Cappuccino mit Milch und einen Tee. Und Robin hat sich fancy einen Matcha-Apfel bestellt. Ja, nice. Ich liebe den Vibe hier.
Unser Essen ist da. Das ist mein Omelette übrigens mit Lachsumtauf und Parmesan und Spinat. Boah, das sieht richtig gut aus. Wir haben jetzt noch Avocado dazu bestellt. Dann gibt es noch ein bisschen Brot. Der Robin sieht so aus. Der hat irgendwie so ein super fluffy Sandwich-Toast mäßig mit so pochierten Eiern. Und Soße Hollandaise. Also so Ex-Benedict heißen die, glaube ich. Und Kaviar ist auch noch oben drauf. Also sehr special. Ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Boah, wir sind so satt. Wir sind jetzt gerade aus dem Frühstücksdingens raus. Wir laufen jetzt nochmal so ein bisschen Richtung Stadt auf die andere Seite. Oder in die andere Richtung, Richtung Neustadt. Und dann später wieder zurück zum Hotel. Und jetzt ist das Wetter wenigstens richtig schön. Frühstück war sehr nice. Also wenn ihr mal in Prag seid, dann müsst ihr unbedingt in dieses Kampa-Café. War echt gut. Wir sind gerade in so einem Supermarkt und gucken gerade mal so ein bisschen die Snacks durch. Robin nimmt sich hier solche Pringles mit Cheese mit. Die sehen ganz nice aus und so die von der Form vor allem her. Und jetzt gucken wir gerade nach so ein bisschen Süßkram noch, was eventuell ein bisschen fancy sein könnte. Ich finde halt, die sehen schon ganz nice aus, aber das wird halt auch, glaube ich, eher mehr was für dich sein. Diese Dinger dort mit dem Marshmallow-Zeugs. Boah, die sind aber, haben wir die bei uns? Ne, nur die, ne? Glaube ich. Oder die, auch so wie Leibniz-Kekse nur halt. Ah, Schokosticks sehen auch cool aus von Milka. So, ihr Lieben, wir sind von der Bootstour zurück. Boah, ich sehe richtig rot aus in dem Licht. Die war tatsächlich gar nicht mal so nice wie erhofft. Ja, wir waren dann gegen 8:30 ungefähr zu Hause und waren jetzt nochmal im Spa. Dementsprechend bin ich auch ultra rot, weil wir jetzt gerade hier Sauna und alles nochmal genutzt haben. Wir dachten, wir probieren jetzt mal nur die Chips, die wir im Supermarkt gekauft haben. Also Robin tastet mit, aber der will nicht mit vor die Kamera, weil wir halt, wie gesagt, gerade vom Spa kommen. Und das sind, by the way, die Sachen, die wir jetzt gefunden haben. Einmal Roasted Paprika. Was ist das? Extreme Cheese Onion und dann halt diese cheesy Dinger. Welche wollen wir zuerst testen? Ich würde mit den Pringles anfangen. Boah. Okay, kannst aber schon mal sagen, dass es keine super special Dinger sind, weil ja, die aber sind es nicht sind so halt eingepackt. Normale Käse. Nach überhaupt sind halt normale Käsechips, ich glaube. Aber die duften schon ja, käse. Deftig. Aber steht doch nicht drauf, welcher Käse das ist, ne? Man schmeckt schon sehr. Nee, steht da noch nicht drauf, welche Sorten drin sind. Aber ist schon sehr käsig, aber kann man nicht mit diesen käsigen Chili-Cheese-Dingern oder irgendwas gab es da mal oder diese... Ja, es gab noch nie Käse von Pringles, da bin ich mir sicher. Nur halt Käse wie Tortilla-Dinger halt. Ach so, die Tortilla von Pringles? Hm. Ja gut, ja, die fand ich ja geil. Ja, aber das waren Obi-Käse-Chips, ja, oder nicht? Die waren fast so ähnlich, nur die waren mehr nach Tortilla-Chips. Also es schmeckt halt nach irgendeinem bestimmten Käse. Genau, naja, ungefähr so waren die. Aber vom Käsegeschmack okay. Kann man die damit vergleichen. Ist wenn okay, du das aber würdest du dir jetzt, ich finde da solche Käsebällchen deutlich geiler. Nee, ich finde das genial. Und ich Paprika halt. Das holen. Ja? Hm. Okay, lass mal die anderen testen. Ich habe aber neulich irgendwo in einem Laden gesehen, nur in Deutschland, gab's Käsechips und jetzt kommt Käsetortillas gerollt. Also wie... Wie meine, Dinger. Nur von einer anderen Marke, sahen genauso geil aus, aber mit Käse. Und wo konnte man die holen? Rewe, Edeka, könnte es bei sein. Uns? Hm? Ja, es war bei uns. Ja, Edeka muss man echt mal gehen, wenn man Neuheiten braucht. Weil da gibt es ja auch diese halt Kinderdinger da, die neuen. Ja, wir haben noch vorne bei uns eine Ecke in Edeka, aber Edeka ist ja, glaube ich, so teuer. Okay, lass die testen. Naja, jetzt erstmal vom Käsetrip runterkommen. Boah, ich glaube, die werden auch richtig gut. Die sehen aber jetzt nie so gewürzt aus. Nee, nicht so wie auf dem Bild. Oder? Zeig mal, guck mal rein. Ich muss nochmal das Bild zeigen. Da sehen die schon feuerrot aus. Die sehen richtig wie so, wie halt diese, wir hatten da mal schon so ähnliche Dinger von Crispy Rob, diese Flips, die waren so rot. Die sehen einfach so aus. Basic, Standard, normale weiße Chips. Hä? Ich dachte, die sind richtig rot. Sind schon nicht schlecht. Die sind schon gut. Irgendwie hat das was, dass die so gewählt sind. Wie wellige Pommes. Die sind irgendwie geiler. Das ist aber eindeutig rot hier vorne drauf.
Oder die wollten es einfach nur noch specialiger machen, damit es mehr nach Paprika aussieht. Naja, ja, doch gut. Aber hat das jetzt irgendwie einen Special-Geschmack irgendwie nie, oder? Nein, die kann man nie mit den Lay's Chips vergleichen. Und ich würde sogar sagen, ich finde dann wiederum die normalen Lay's Chips geiler, weil die haben diese irgendwie dieses bisschen softige... Twisted Paprika. Na gut, sind einfach nur Paprika-Chips. Ja. Aber die haben es einfach nur uns angezogen und gereizt, weil die halt so rot aussahen. Wir testen mal die Käse. Käse Onion. Ne? Die werden sehr geil werden. Sind schon mal nie käsig. Doch. Also, doch, man riecht es. Aber die sehen auch ganz normal aus. Ich habe einfach nur noch Zwiebel. Ja? Ein bisschen, ja. Die so gar nicht? Schmeckt einfach wie Röstzwiebeln als Chip. Oder? Aber finde ich am besten von allen Fallen. Finde ich die Pringles am besten. Nee, aber finde ich gut, dann können wir uns das, müssen wir uns nicht drum kloppen. Finde ich wirklich nicht so nice. Also finde ich nicht, dass man hier Cheese rausschmeckt. Das schmeckt einfach nach Röstzwiebeln. Krass viel Cheese, nee, aber man schmeckt den schon deswegen. Finde ich die besser, weil hier schmeckt so ordentlich viel. Aber ich mag die Form. Pringles erinnern halt, also seitdem ich dieses TikTok geguckt habe, wo das drin steht, man kann die aus Kartoffelbrei machen oder so. Oder dass die aus Kartoffelbreipulver sind, stimmt, steht da glaube ich auch hinten drauf. Und das ist halt nie sowas. Also das ist jetzt okay, ne? Na wobei, könnte schon eine Kartoffel sein, aber... Ist das überhaupt ein Plan? Die sind besser. Ja, okay. Aber Rating findest du Pringles am besten und dann? Na, dann die Paprika, weil die halt nochmal, finde ich, vom Geschmack schon mehr nach dem, was man auf der Tüte bekommt. Ja. Aber overall würde ich die Chips nicht nochmal holen für Lay's. Naja. Ich bin eh nicht so der krasse Riffel-Chips-Fan. Ja, ich finde die eigentlich ganz geil. Das, was ich geil finde, sind Kessel-Chips, Pringles und Lay's. Kessel-Chips sind schon geil, hatten wir heute auch. So einen Bauernmarkt geholt. Die waren auch gut, ja. Egal, also, ja, kann man sich jetzt streiten, ob das 7 Euro wert ist oder war. Aber wir jeder, haben es getestet. Man kann ja sagen, je 2,50 für eine. Ja, irgendwie so. Also preislich, naja, okay. Also, wir machen uns jetzt noch einen gemütlichen Abend und dann geht's morgen tatsächlich schon wieder nach Hause. Frühstück nochmal im Hotel und dann fahren wir nach Hause. Freue ich mich drauf. So, wir reisen jetzt ab. Zimmer haben wir gerade oder checken wir jetzt aus. Travel Outfit. Ja. Wir fahren jetzt dann gleich, wenn wir in einer Stunde ungefähr Richtung Hauptbahnhof. Und dann vom Hauptbahnhof geht's ab nach Hause. Und gegen 15 Uhr sind wir dann back in the city, back in the hood. Hallo ihr Lieben, wir sind zurück. Gut angekommen mit einer halben Stunde Verspätung. Wir waren nochmal kurz zu Hause, haben den Koffer abgestellt und waren jetzt direkt nochmal einkaufen, weil wir am Sonntag erst wiederkommen aus München. Und wir dann natürlich auch ein bisschen was brauchen für Sonntag bzw. für Montag dann auch. Montag gehe ich ja dann auch direkt wieder arbeiten. Ja, waren jetzt gerade nochmal schnell das Nötigste kaufen. Das räume ich jetzt schnell ein. Robin war dabei oder geht jetzt dabei gerade zum Friseur. Lässt sich nochmal die Frise ein bisschen richten. Und dann geht's morgen, ja, relativ zeitig, denke ich, los. Wir haben jetzt auch so richtig geile Sachen gekauft für heute Abend, für so eine Käseplatte, beziehungsweise dann morgen auch für die Fahrt-Pass-Snacks und ein paar Brötchen. Und dann machen wir uns einfach heute belegte Brote, also für morgen für die Fahrt. Und eben so eine geile Käseplatte. Und ja, alles, was davon halt übrig bleibt, packen wir dann einfach für morgen ein. Und dann sind wir ready. Und dann geht's los. Ich glaube, wir fahren so 4,5 Stunden nach München. Auf jeden Fall nehme ich euch da morgen dann wieder ein bisschen mehr mit. Und die Tage da drauf. Wetter soll richtig schön werden, da freue ich mich schon drauf. Das ist sozusagen auch mein erster Urlaub allein, weil Robin ja, wie gesagt, die Zeit mit einem Kumpel verbringt. Und ich schaue mir in der Zeit eben München noch so ein bisschen an, was ganz cool ist. Und ja, freue ich mich drauf. Da machen wir morgen hin los. Deswegen nehme ich euch dann quasi morgen wieder in einem neuen Video mit. Seid also gerne am Start. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und immer positiv. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!